Grüße, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit Episode Nummer 14 heute und es gibt eine richtig, richtig geile Folge, denn wir haben nur Goldspieler am Start. Von A bis Z, von 1 bis 6, einfach nur Gold-Upgrade. Und wenn das Ganze gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich extrem drüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. 1000 Likes schaffen mal wieder, wäre das richtig krass. Ihr wisst, wie sehr ich mich darüber freue. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Instagram auf jeden Fall abchecken, Twitter könnt ihr auch, Facebook vielleicht auch und Randrun, wenn ihr mich weiter mit FIFA unterstützen möchtet, solltet ihr das auch eventuell mal in Erwägung ziehen. Wir schnacken nicht lange rum, sondern kommen zum ersten Spieler für diese Episode. Schreibt mir eure Vorschläge für die nächste in die Kommentare. Der erste für diese ist Emre Can und der spielt mittlerweile beim FC Liverpool, ist der Schützling von Kloppo von The Normal One und spielt momentan mit am besten beim FC Liverpool. Die haben ja ihre Schwächen, aber Can, der spielt richtig stark, seitdem der deutsche Coach da ist. Vielleicht liegt es daran, dass er wieder Deutsch sprechen kann und ich habe keine Ahnung. Natürlich eigentlich kein Grund, aber er spielt richtig gut. 75 Tempo, 75 Dribbling momentan. Jetzt nach dem Upgrade 76 Tempo, 76 Dribbling, 73 Defending, 80 Füße, 76 Passen, plus 2 Passen, die wichtigsten Stats, beziehungsweise der wichtigste Stat, beziehungsweise meist veränderte. Ich denke mal, das ist definitiv drin, das könnte ich mir gut vorstellen beim Emre Can. Ich mag den extrem gerne, das ist ein sehr, sehr geiler Spieler. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er wieder die Four-Star-Skills bekommt, verdient hätte er auf jeden Fall. Und dann haben wir wieder eine richtig starke Karte. Leider keine Innenverteidigerkarte wie letztes Jahr, aber ich denke mal, auch als Sechser kann man den sehr, sehr gut benutzen und er hat die Werte richtig vernünftiger. Zusammen mit Four-Star-Skills wird das Ganze nur noch viel, viel cooler und von daher kann man sich darauf nur freuen, beziehungsweise kann man das nur nice finden, wenn der ein Upgrade bekommen sollte. Zweiter Spieler für diese Episode ist eine Legende und zwar einer aus der Premier League ebenfalls, Samuel Eto'o, mittlerweile bei Antalyaspor ist es, glaube ich, spielt der gute Mann und der hat momentan einen richtigen Lauf in der türkischen Liga. Ich glaube, 15 Spielen, 13 Tore oder so, richtig, richtig nice für so einen alten Mann. 34 Jahre ist der Sack schon alt, aber trotzdem immer noch einer von Qualität und das zeigt er anscheinend auch in der Super League immer wieder. Dementsprechend das kleine Upgrade, was er auch in Head-to-Head schon bekommen hat. Normalerweise bekommen 30-jährige Spieler niemals mehr Upgrades in Head-to-Head. Samuel Eto'o ist da eine Ausnahme. Der hat mittlerweile ein Upgrade auf 80 erhalten und dementsprechend denke ich, dass das auch nur noch eine Formalität ist, bis das in Ultimate Team passieren wird. Verdient hat das die Karte. Sieht auch richtig, richtig stark aus. Kann man absolut nichts gegen sagen. Mit seinem 80 Shooting, mit seinem 75 Tempo, Forsters gilt. 81 Dribbling, 72 Physis. Besser geht es kaum. Ist so ein bisschen der, legendärste Spieler, der trotzdem noch extrem geil spielbar ist aus der türkischen Liga. Wir haben da viele, die sehr alt sind schon und die sehr gut sind, aber ich denke mal, Eto'o, ja, der zeigt einfach, dass der für immer eine Legende bleiben wird, nicht nur bei Chelsea, sondern auch bei beispielsweise Antalyaspor, wo auch immer, wenn er überhaupt spielt. Ich habe keine Ahnung, wie der Verein heißt. Er heißt, passt auf, er heißt Antalyaspor. Perfekt. Gut, nächster Spieler ist dann Marcel Ginter. Marcel Ginter, alles klar. Matthias Ginter natürlich, nicht Marcel Schmelzer. Nein, Matthias Ginter, der mit beste Spieler der Hinrunde in der Bundesliga. Extrem, extrem starke Entwicklung bei diesem Mann zu verzeichnen, nachdem er ja in seiner ersten Saison beim Borussia BVB Dortmund, was ist eigentlich gerade los hier, bei Dortmund, beim BVB, nicht so überzeugen konnte. Mittlerweile als Rechtsverteidiger aufgeboten und da leistet der richtig guten Job. Ist, glaube ich, der dritte oder zweitbeste Spieler der Hinrunde, was die Noten angeht. Oder viert, oder sowas. Irgendwie ganz weit oben mit dabei auf jeden Fall. Hat viele Vorlagen schon gemacht, viele Torbeteiligungen und ist einer der besten Assistgeber der Liga. Das liegt daran, dass der sich offensiv extrem gut einstellen kann, gute Flanken schlägt und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man sich absolut nicht beschweren, wenn der Junge ein Upgrade bekommt. Zumindest um 1 und Rechtsverteidiger auf 78 als Rechtsverteidiger normalerweise nicht dieses Rating. Normalerweise wäre er, wie auch in Head-to-Head, ein 75er-Rating als Rechtsverteidiger. Aber ich denke mal, man könnte trotzdem den Position-Change machen und dann werden sie auch das Upgrade mitnehmen, weil er es einfach verdient hat. Vielleicht kommt nächstes Jahr eine geilere Karte mit besseren Werten. So sieht es aber auch schon nice aus. Wir kommen zur vierten Karte für diese Episode und die ist diesmal einer aus der Liga. Wir fahren und zwar, der Kollege Diego Godin mit der beste Verteidiger der ganzen Liga und der beweist immer wieder aufs Neue, dass sein Rating von 85 vielleicht sogar ein Stückchen zu niedrig ist. Hat bereits 3 Informs dieses Jahr und ist bei Atletico der absolute Boss in der Defensive und das vollkommen zurecht. Auch nach dem Abgang von Miranda hat sie dann nicht wirklich was verstellt, mit Jiménez zusammen ein richtig gutes uruguayisches Duo und Godin ist einfach der absolute Oberking. Die letzten Jahre immer sehr wichtig gewesen, auch im Champions League Finale ja getroffen gegen Real Madrid, auch wenn es nicht gereicht hat. In der Liga getroffen zum Ligatitel, damals sehr erfolgreich gewesen, immer wieder Team of the Season und dementsprechend denke ich mal, dass seine Leistungen bisher in der Saison kein Zufall sind und dass er dementsprechend das Upgrade auf 86 verdient hat, vielleicht sogar 87, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe mir jetzt plus 2 Defending gegeben, ich könnte mir also dementsprechend auch vorstellen, dass er plus 2 im Gesamtrating bekommt. Trotzdem 89 Defending, 81 Physis, 71 Tempo, 64 Dribbling, 49 Shooting und 65 Passen. Sieht mega krass aus, wird wahrscheinlich teuer werden, aber lohnt sich auf jeden Fall, den zu spielen, denke ich mal, wird eine richtige Ekstase werden, weil der einfach geile Werte hat. 89 Defending ist quasi schon das 9-Plus-Ultra. Fünfter Spieler für diese Episode wird wieder ein sehr interessanter und zwar ist es diesmal Fabian Johnson von Borussia Mönchengladbach. 76er Rating aktuell, ich denke mal, man kann hochgehen auf 78 in Head-to-Head, hat er 77, aber ich denke, das ist noch ein bisschen zu niedrig, denn der ist extrem wichtig für die Borussia, hat eine große Entwicklung genommen nach seinem Wechsel zu Gladbach von Hoffenheim vor 2 Jahren, glaube ich.
erstmal ein bisschen, ja, nach Versicherung verschnunden, nicht so stark gewesen, mittlerweile unentbehrbar, denn, oder unentbehrbar gibt's gar nicht, unentbehrlich, denn der Junge ist nicht nur defensiv stark, einsetzig defending, nein, der ist auch offensiv richtig gut, macht öfter Tore, vor allem seine Soli, die sind in letzter Zeit richtig, richtig gefährlich, kann man absolut nichts gegen sagen, dementsprechend ein kleines Pace-Upgrade auf 88, ein großes Shooting-Upgrade plus 7 auf 60, was er auf jeden Fall verdient hat, weil er halt einfach Tore schießt seit neuestem, dazu passend Upgrade auf 76, Dribbling auf 80, Physis auf 73, sieht mega stark aus, kann man auf jeden Fall machen. Mittlerweile deutlich spielbarer als noch vor einem Jahr. Und mit 4 Toren und einer Vorlage in der Bundesliga, 2 Vorlagen in der Champions League, hat er sich das auf jeden Fall auch verdient. Apropos Champions League, letzter Spieler spielt da und heißt Ivan Rakitic. Nachdem Gladbach herausgeflogen ist, spielt Barcelona immer noch drin. Ich denke mal, Rakitic ist einer der besten Spieler bei Barcelona, der mit am underratedsten ist. Der war schon bei Schalke damals richtig gut. Bei Sevilla war er der Spieler überhaupt. Der war so genial, der Junge. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Und dann ist er zu Barcelona gegangen. Viele haben gedacht, er geht da unter, aber nein, er hat sich direkt seinen Platz im Mittelfeld erkämpft, hat auch im Champions-League-Finale ein wichtiges Tor geschossen, allgemein viele wichtige Tore gemacht und ich denke auch diese Saison beweist er wieder mal, dass er einfach eine extreme Entwicklung genommen hat, seit er von Schalke weggegangen ist und dementsprechend sein Rating von 84 nicht nur verdient, sondern eventuell sogar noch mehr und zwar 85. Könnt ihr mir gut vorstellen, zwar hat er in der Liga BFA bisher erst ein Tor gemacht und keine Torbeteiligung ansonsten, aber das ist auch bei Iniesta und Xavi immer so gewesen, die spielen halt die Pässe auf die Außen und von da zieht Neymar dann rein und spielt nochmal auf Messi oder es gibt nochmal einen kleinen Tiki-Taka-Pass und dann ist der Ball drin, also nicht zwingend die Torbeteiligung sind bei den beiden Spielern, bei Iniesta und bei Rakitic wichtig, sondern wie sie auf dem Platz performen und das machen sie richtig gut und dementsprechend die 85 für Ivan Rakitic. Ist es gerechtfertigt? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem überfreuen. Das ist eine großartige Unterstützung, wie gesagt. Und ich denke mal, es ist auch ganz cool, dass wir heute nur Gold-Upgrades hatten, denn das ist wahrscheinlicher, dass EA das wirklich durchzieht als bei den Silber-Upgrades. Ihr schreibt mir wieder in die Kommentare. Ihr ahnt nicht oder vermutet nicht, dass EA so viele Silberspieler upgraden wird. Aber die Goldspieler, bei denen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und alle, die ich heute genannt habe, hätten es an sich auf jeden Fall mit ihren Leistungen bisher in dieser Saison auf jeden Fall verdient. Das war's von dieser Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt mal wieder keinen Schneemann bauen. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Dann haut rein.